Herzlich willkommen zu meinem Yoga-Rückbeugen-Programm für Anfänger. Wir werden etwas für die Rückenmuskulatur tun, das heißt, wir werden sie stärken. Gleichzeitig werden wir wirklich unseren Brustkorb dehnen, weiten, öffnen und somit auch die Bauchmuskulatur strecken. Dann nehmen wir auch noch die Hüftbeugemuskulatur mit und auch die Oberschenkelvorderseite. Und gerade die Hüftbeugemuskulatur ist durch das viele Sitzen verkürzt. Also ich würde sagen, wir legen los mit einem kleinen Warm-up. Setz dich in den Schneidersitz, atme ein und heb die Arme nach oben an und zieh sie nach hinten. Mit dem Ausatmen streckst du die Arme nach vorne aus und rundest deinen Rücken. Einatmen, nach hinten und ausatmen nach vorne. Wieder einatmen, öffnen, bleib in dieser geöffneten Position und versuche die Arme noch weiter nach hinten zu bringen. Zieh die Schulterblätter näher zueinander und halte die Position. Noch weiter öffnen, noch weiter. Und lösen. Sehr gut. Dann streck den rechten Arm nochmal nach hinten aus. Nimm die linke Hand und schieb den rechten Arm noch weiter nach hinten. Dann setz die Hand hinten auf und heb deinen Brustkorb nach rechts oben zur Decke an und spüre die Dehnung auf der rechten Seite. Atme ein, halte hier und lösen. Seite wechseln, schieb den linken Arm weiter nach hinten, halte die Position, langsam den Arm absenken, stütz dich mit den Fingerspitzen auf und heb deinen Brustkorb nach links oben zur Decke an und halte hier. Jedes Mal, wenn du einatmest, hebst du den Brustkorb noch weiter nach oben zur Decke an und versuche ganz gleichmäßig durch deine Nase ein- und auszuatmen. Mit dem nächsten Ausatmen löst du langsam wieder auf und dann setz dich längs auf deine Matte. Streck dazu deine Beine aus. Stütz dich mit den Händen hinten ab, sodass die Fingerspitzen nach hinten zeigen. Einatmen, heb deinen Brustkorb weit nach oben an und mit dem Ausatmen lösen. Einatmen, heb deinen Brustkorb weit nach oben an und wieder lösen. Und wieder einatmen und ausatmen. Nochmal einatmen, bleibe hier. Heb den Brustkorb noch höher zur Decke an und streck mit dem nächsten Einatmen den rechten Arm lang nach oben zur Decke aus. Zieh die Fingerspitzen noch weiter nach oben und spüre, wie dein Brustkorb sich noch mehr weitet. Mit dem nächsten Ausatmen lösen und die Seite wechseln. Links nach oben. Zieh die Schulterblätter hinten zueinander und versuche wirklich die Schultern von den Ohren wegzuschieben. Und streck dich weit nach oben. Halte die Position, 4 Atemzüge. Und dann löse langsam auf. Okay, dann schwing die Beine nach hinten und wir kommen in den Fersensitz. Und du setzt dich ganz aufrecht hin. Deine Wirbelsäule ist aufgerichtet, dein Scheitelpunkt zieht nach oben zur Decke. Und dann bring die Arme nach hinten und verzahn deine Finger. Atme ein, heb den Brustkorb weit nach oben und nach hinten die Arme an. Zieh die Schulterblätter zueinander, mit dem Ausatmen lösen. Einatmen, heb den Brustkorb nach oben an und versuch die Arme wirklich ganz weit wegzubringen. So was bei Rückbeugen ganz wichtig ist, ist, dass du die Bewegung, diese Öffnung hauptsächlich aus der Brustwirbelsäule heraus machst. Auf keinen Fall ins Hohlkreuz fallen. Eigentlich machst du hier unten genau das Gegenteil, also hier einrollen
und oben weiten. Das kannst du dir einfach merken, okay? Gut, dann werden wir es gleich nochmal machen. Einatmen, heben und ausatmen. Dann wieder nach hinten, halten, halten. Versuche wirklich hier zu halten und lösen. Streck die Arme nach oben aus und verschränk die Arme. Greif deine Oberarme und zieh sie nun ganz lang nach oben. Roll das Becken ein. Heb den Brustkorb noch höher an. Halte die Position. Denk an den unteren Rücken. Lendenwirbelsäule lang und Brustkorb weiten und lösen. Okay, sehr gut. So, jetzt rutsch ein bisschen weiter nach hinten, dass du auf jeden Fall Platz hast, um dich hinten abzustützen. Entweder die Fingerspitzen oder die Fäuste. Roll das Becken ein und heb mit dem nächsten Einatmen dein Becken vom Boden ab. Ausatmen, wieder lösen. Roll das Becken ein und bring dein Brustbein noch höher nach oben zur Decke. Und wieder lösen. Und einatmen. Und wieder lösen. Letztes Mal ein. Und wieder lösen. Okay, dann gehen wir in die Bauchlage. Beziehungsweise erstmal hier in den Vierfüßler. Platziere deine Hände schulterbreit auseinander. Dann beginne von deinem Becken aus, Wirbel für Wirbel in den Katzenbuckel einzurollen. Mit dem Einatmen löst du den Katzenbuckel auf und ziehst dich ganz lang auseinander. Jetzt heb dein Brustbein noch höher nach oben an und blick nach vorne oben. Ausatmen in den Katzenbuckel. Und einatmen, strecken. Brustkorb kommt noch höher nach oben. Heb dein Brustbein nach oben an. Sehr gut. Letztes Mal. Und strecken. Okay, dann komm nach unten. Streck die Arme ganz lang nach vorne aus. Und versuch den Brustkorb wirklich ganz weit nach unten in Richtung Boden zu schieben. Jetzt kommst du in ein leichtes Hohlkreuz, versuchst aber ein bisschen dagegen zu halten, aber versuch wirklich den Fokus nun auf deinen Brustkorb zu legen, dass du hier die Dehnung im Brustkorb spürst. Arme lang. Lass die Arme wirklich bewusst ausgestreckt und zieh dich in die Länge. Spüre, wie die Schulterblätter zusammenziehen und die Rippen sich weiten. Jedes Mal, wenn du ausatmest, gibst du das Gewicht von deinem Brustkorb nach unten ab. Aus dieser Position heraus schieb dich nun in die Bauchlage und bring die linke Hand nach vorne, stütz dich mit dem linken Unterarm ab, winkel das rechte Bein an und greife den rechten Fuß. Jetzt schiebst du die rechte Hand mit deinem Fußrücken weg. Dadurch kommst du noch ein bisschen höher. Drück dein Schambein fest in die Matte, zieh die Schulterblätter näher zueinander. Einatmen, versuch den Brustkorb noch ein bisschen höher zu bringen, während du den linken Unterarm in den Boden drückst. Löse langsam auf, wechsel die Seite. Drück den rechten Unterarm in die Matte, heb den Brustkorb nach oben an. Zieh die Schulterblätter näher zueinander und versuche auch, das rechte Bein ganz gestreckt zu lassen. Zieh die Schulter nach unten, drück den Fuß nach hinten weg, behalte den Kopf in Verlängerung, das heißt, dein Blick geht eher in Richtung Boden.
Dein Schambein drückt in die Matte und halte noch zwei Atemzüge. Löse langsam auf. Platziere deine Hände neben deinen Schultern. Zieh die Schultern von den Ohren weg, Blick in Richtung Boden. Und die Hände liegen ganz leicht auf, okay? Ganz leicht. Zieh die Schulter nach unten. Um das Ganze zu testen, löst du einfach deine Handflächen vom Boden. Denn du solltest hier in der kleinen Cobra wirklich aus eigener Rückenkraft oben bleiben. Halten, zieh die Schulterblätter näher zueinander und streck die Beine noch weiter aus. Komm nach unten. Dann bring die Arme nach hinten, verzahn deine Finger und streck die Arme ganz lang nach unten aus. Zieh die Schulterblätter zusammen, Blick in Richtung Boden, mit dem Ausatmen etwas abrollen. Einatmen wieder nach oben. Dann platziere die Hände hier wieder nach unten, Oberarme eng am Körper. Drück dich kurz nach oben zurück, setz dich deine Fersen. Dann schieb dich wieder nach vorne in die Bauchlage. Arme wieder nach hinten. Wenn du kannst, versuche nun die Arme zu verschränken und die Unterarme, Ellbogen oder, wenn du es schaffst, die Oberarme zu greifen. Einatmen, heb den Brustkorb nach oben an und dann das rechte Bein. Blick in Richtung Boden behalten und atme hier ruhig und gleichmäßig. Winkel das Bein an, halte die Position und strecken. Einatmen, nach oben kommen. Halten. Das Bein ist lang gezogen. Drück dein Schambein in die Matte. Lendenwirbelsäule lang lassen. Und atmen nicht vergessen. Anwinkeln. Und lösen. Gut. Hände nach vorne. Drück dich nach oben zurück. Rücken lang. Und wieder nach vorne in die Bauchlage. Diesmal die Handflächen am Boden platzieren. Die Arme sind ausgestreckt. Zieh die Schulterblätter näher zueinander. Blick in Richtung Boden behalten. Winkel beide Beine an. Heb den Brustkorb etwas höher. Und denk wieder an deine Lendenwirbelsäule. Zieh die Schulterblätter zusammen. Und halte die Position. Flex deine Füße. Hände nach vorne. Die Zehen aufstellen. Nach hinten zurück. Und die Knie vom Boden lösen. Po zur Decke. Und schieb den Brustkorb weit nach hinten durch. Schwing nun das rechte Bein nach vorne, setz deine Fingerspitzen auf und gib das Gewicht von deinem Becken nach unten ab, sodass du wirklich die Dehnung hier im linken Hüftbeuger spürst. Bleib hier jedes Mal, wenn du ausatmest, sinkt dein Becken noch ein bisschen tiefer nach unten. Die Zehen können hinten aufgestellt sein oder auch gerne flach abgelegt. Heb deinen Brustkorb noch weiter nach oben zur Decke an. Zieh die Schultern von den Ohren weg und gib das Gewicht noch ein bisschen mehr ab. Wenn du möchtest, führe hier ganz kleine Federbewegungen aus. Geh tief, tief. Achte darauf, dass dein rechtes Knie wirklich hier über deine Ferse bleibt. Geh tief, tief, tief. Richte dich nach oben auf. Und schieb das Becken nach vorne. Gerne kannst du auch hier ein Kissen oder eine Decke verwenden oder einfach einmal deine Matte umklappen, wenn es zu unangenehm für dein Knie ist. Ne? Dann geh nach vorne, vor,
Bleib jetzt, zieh die Schulter nach hinten und zurück. Halte hier. Drück deine Hände gegen deinen Oberschenkel und heb den Brustkorb noch weiter nach oben zur Decke an. Und dann Hände nach unten, Zehen aufstellen, geh zurück nach hinten in den herabschauenden Hund. Brustkorb weiten. Seite wechseln, linkes Bein kommt nach vorne. Linkes Knie über deine Ferse. Und versuch das Bein so weit wie es geht nach hinten zu bringen. Bleib hier auf den Fingerspitzen und schieb das Becken nach vorne. Heb deinen Brustkorb nach oben an. Zieh die Schulterblätter näher zueinander. Halten. Und dann nach oben aufrichten. Hände drauf und federn. Ganz klein. Halten. Zieh die Schulterblätter zueinander. Und dann bring das Hinterbein nun nach vorne, Zehen aufstellen und die Füße schließen. Komm nach oben, roll Wirbel für Wirbel nach oben auf. Okay, gut. Streck dein rechtes Bein nach vorne aus. Das linke Bein ist hinten. Beug dein rechtes Bein, sodass dein Knie genau über deine Ferse steht. Deine linke Fußaußenkante drückt in die Matte. Beide Beckenknochen zeigen nach vorne. Und streck die Arme nach hinten aus. Atme ein, heb den Brustkorb nach oben an. Zieh die Schulterblätter näher zueinander. Press die Hinterfußaußenkante fest nach unten und versuche dich hier im Brustkorb zu weiten. Halte die Position. Bleibe hier, wir verändern die Arme. Einatmen, streck die Arme nach oben aus und halte hier. Halten, zieh die Schultern von den Ohren weg. Halten, weite dich noch mehr zur Decke. Atme ruhig und gleichmäßig durch deine Nase ein und aus. Dann verlage langsam dein Gewicht nach vorne und greif den linken Fuß und zieh das linke Knie ein wenig nach hinten. Wenn du möchtest, wickel den rechten Arm um deinen Rücken und halte hier. Der Brustkorb weitet sich und du versuchst, das Knie ein wenig nach hinten zu ziehen. Und löse. Okay, wir wechseln die Seite. Linkes Bein nach vorne, rechtes Bein nach hinten. Knie über deine Ferse. Beide Beckenknochen nach vorne ausleuchten. Press die Hinterfußaußenkante in die Matte. Und einatmen. Hier den Brustkorb weiten, die Arme verschränken oder auch ausgestreckt lassen. Die Finger verzahnen. Und dann konzentriere dich darauf, dass du wirklich die Rippen aufmachst. Streck dein hinteres Bein, beug dein vorderes, Knie über der Ferse. Einatmen, Arme nach oben, Fingerspitzen zur Decke und halten. Lass den Nacken lang. Atme ruhig und gleichmäßig durch deine Nase ein und aus. Dann verlage dein Gewicht nach vorne, greif den Fuß. Wickel den Arm um deinen Rücken und zieh das Knie nach hinten. Und dann langsam lösen. Okay, dann öffne deine Beine, stütz dich hier ab und runde deinen Rücken. Einatmen, strecken, ausatmen, auch das Becken wirklich einrollen, den ganzen Rücken runden, und nach oben aufrollen,
einmal die Schultern nach hinten kreisen, nach vorne. Und das war's auch schon, mein Rückbeugenprogramm für Anfänger. Ich hoffe, du fühlst dich gut, erfrischt, gekräftigt. Bis zum nächsten Mal.